Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Das ist hier der König von Böhmen und den greifen wir jetzt gerade an, weil er will jetzt unbedingt, weil er so ehrgeizig ist, seine 8. Domäne haben. Das wird natürlich jetzt belagert und die sind hier nach oben geflüchtet. Lassen wir mal weiterlaufen und werden wir sehen, ob die mal wieder zurückkehren. Jedenfalls, da sind sie. Ja, mal sehen, wie die hier anscheinend vielleicht im Kreis hier rumlaufen, dass man dann mal eventuell schnell zuschlagen kann. Okay, da ist Versorgungsschwelle sehr, sehr gut. Da haben wir ein bisschen Zermürbung. Okay, Scheunen und Speicherhäuser. Gibt es ein bisschen mehr Steuern. Jetzt haben wir natürlich, zahlen wir sehr viel drauf im Moment, aber wir haben das Geld. Jetzt schauen wir, ob wir einen noch haben mit viel, viel Leuten. Hier, Königin Hammer. Ob die hier mitmacht. Wer hat ja 13.000 Leute. Und jetzt werden wir nochmal schauen, ob wir nochmal einen haben mit mehr als 10.000 vielleicht. Obwohl ich glaube, bei den Hausmitgliedern nicht so. Ne, da haben wir jetzt keinen. Okay, Artefakte haben die niedrige Haltbarkeit. Ja, die beiden Sachen werden wir mal reparieren. Okay. Ja, den holen wir nicht. Alles klar. Und weiter geht's. Jawohl. Die Hämmer. Ja, es dauert natürlich hier erbärmlich lange. Oh, 8.300 Leute. Schau mal. Die Armee von Prag. Wieso sind das jetzt auf einmal so viel? Okay, er hat ja 10.000 Leute. Na gut. Genau, ist seine komplette Armee. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir die noch mal in die Nähe. Und dann werden wir uns mal drauf stürzen. Okay, der Befehlshaber sieht nicht schlecht. Bedeuteten Sieg, da kann man es nicht mehr raus. Hoffe ich doch mal. Jawohl. Sehr schön. Alles klar. Gefangene haben wir auch bekommen. Die wollen jetzt da drauf. Gehen wir gleich einmal zur, werden wir gleich zur Hilfe eilen. Okay, bin ich ja gespannt, ob wir das schaffen. Hier ist der König selber der Befehlshaber. Ja, könnte klappen. Wollen wir hier ein bisschen mehr Verluste haben. Vielleicht können wir gleich festnehmen. Das wäre nicht schlecht. Okay. Das ist gut. Und hier haben wir die nächsten schon wieder. Die hier warten.
Aber das haben wir jetzt gleich. In ein paar Tagen, denke ich mir, 18 Tagen. Okay, schauen wir uns mal die Kämpfe an. Ja, vom annähernd gleich viel verloren. Ja, und da ging es einigermaßen. Die Blasebälge sind durch. Okay. Da haben wir auch wieder Gefangene gemacht. Okay. Okay, das haben wir auch belagert. Und da werden wir jetzt da rein auch noch immer ein bisschen was belagern. Okay. Und weiter geht's. Das gehört anscheinend nicht mehr dazu. Genau. Das war da drauf. Aber jetzt haben wir ja unser Ziel belagert und dementsprechend steigt ja das jetzt automatisch, denke ich mir mal. Okay. Ja, da können wir dann damit drauf gehen. Ah, da hätte ich noch ein bisschen warten sollen. Schon gebaut. Schauen wir mal, die gehen jetzt da drauf und dann gehen wir hier mit rein. So ist es. Da ist auch der König selber drin. Den sollte man halt mal festnehmen. Das wäre eine Sache. Okay, 91%. Okay. Da haben wir jetzt niemand mehr drin. Da werden wir den Theobaldo reinstecken. Okay. 91% sollte auch bald erledigt sein. Okay, da kann man hier schon wieder die Verbündeten. Ja, das war natürlich schon mal sehr, sehr gut. Und es gibt die Tochter, die Helga. Mögest du stark und weise werden. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass man ja hier noch Verbündete haben. So, schauen wir mal da rein. Clara braucht einen Vormund. Ja, da hat wie ich wieder mal. Okay. Ja, aber Ziel ist doch Prag, oder? Genau, ist Prag. Achso, weil das hier noch nicht belagert ist. Dadurch geht es nicht nach oben. Aber das haben wir hier fast. Okay, jetzt haben wir es. Wir erhalten die Grafschaft von Prag, Baronie von Beran, Bistum vom Schlan, Stadt Vyšehrad. Okay, die Forderung werden wir erzwingen. So sei es und alle auflösen. Wunderbar. Genau, und jetzt gehört Prag auch mit zu uns und er hat seine Domänen voll.
Das ist schön. Okay. Schauen wir hier rein. Und die werden wir natürlich hier mal ein bisschen mehr kontrollieren, weil wir hier im Moment noch sehr, sehr wenig erhalten. Ist klar. Sind wir das neue Oberhaupt wieder? Lösegeld bezahlen. Okay, der will den haben. Ja, den hätte ich doch eh gleich rausgelassen. Der bekommt 18, wenn er nicht mehr hat. Schauen wir natürlich hier mal rein. Okay. Die Schlacht von Teruel. Als wenn es gestern gewesen wäre, erinnere ich mich an die Schlacht. Ich besiegte Emir Eid von Bayer bei der Schlacht. Okay. Genau. Im Alter von 82. Es war eine Schlacht, die die berühmtesten Gelände von Teruel stattfand. Seitdem bin ich den Verlauf in meinem Kopf immer wieder durchgegangen und bin mir sicher, dass ich ein viel fähigerer Anführer wäre, wenn ich diese Schlacht sich heute ereignen würde. Ich werde das nie wieder geschehen lassen. Wir wären Experte für unwegsames Gelände. Okay. Okay, schauen wir mal hier rein. Okay, naja. Vielleicht sollte man auch einmal eine Truppe anführen, aber jetzt hat er ja seine Domänen voll und kein Grund mehr. Der sitzt jetzt 4 Jahre. Ich würde sagen, der kann raus. 14 Monate, der kann raus. Und werden wir mal sehen, der Dusan für ein Druckmittel. Okay, lass mal raus. Und die anderen bleiben drin. Aufmarschgelände, lebt wohl. Das Artefakt, lebt wohl. Okay, was ist das für ein Artefakt, das er haben will? Besudelte Klinge. Ja, das kann er haben. Das kann er ohne Probleme haben, würde ich mal sagen. Weil wir haben den Kriegshammer. Ja, die besudelte Klinge bekommt er. Ja, sehr schön. Dann gratuliere ich recht für dieses wunderbare Schwert. Und das bekommen Sie. Okay. Na super. Schauen wir mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Lassen wir mal weiterlaufen. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. 28 ist er. 7 Kinder hat er bereits. Und jetzt haben wir hier die Windsegelmühle gebaut. In Augsburg. Das ist schön. Schauen wir mal hier in Augsburg rein. Schauen wir Augsburg uns an. Okay, vielleicht kann man die noch ein bisschen ausbauen. Die persische Windmühle machen wir dann gleich. Das ist gut. Wenn man einfach mal Geld hat, kann man es immer schön investieren. Vielleicht können wir auch gleich in Prag ein bisschen was investieren. Hier die verlegbaren Lager. Spoleto. Hügelfestungen. In Haifingen. Okay, Grobschmiede. Nee. Haifingen haben wir gesagt. Okay, Jagdtürme. Das ist gut. Nedersticht. Und hier nochmal ein Bahnhof. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, ich bitte eurem Ratskanzler Herzog Gaspar bereits einige Wochen Obdach. Er hat mir dabei geholfen,
mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ja, da sagt man recht schön. Sehr gern. Das passt auf jeden Fall. Genau, 17. Januar ist er geboren. Hat die jetzt erst seinen 29. Geburtstag. Ja, der Graf Wenzel kommt. Sehr schön. Führt ihn herein. Er kniet natürlich auch nieder. Und das Geschenk nehmen wir gern an. Danke sehr. Hofbracht ist wieder Stufe 10. Das ist wunderbar. Und die Vermächtnisse in Versform. Wir bekommen jetzt von Humbert dem Dritten, vom Kreuzritter. Er ist auch ein Vasall, hat die Grafschaft von Nürnberg und Grüningen. Ein Gedicht. Kein Mensch muss den letzten Abschied scheuen, auch wenn es zerreißt die klagenden Getreuen. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist, wartet, dass die Geschichte nicht die Wahrheit frisst. Okay. Okay. Ja, der mag uns eigentlich. Wir mögen ihn hoffentlich auch einigermaßen. Sind wir uns eher unsicher? Ja, Diplomatie sind wir durchschnittlich. Dann sagen wir, Humbert, ich sehe, das kommt vom Herzen. Wunderbar. Ihr seid bekannt für eure Hingabe zum Glauben. Okay, sind wir jetzt Tugendheld. Ein schleichender Verdacht. Mein Vasallgraf Hartwig hat etwas Eigentümliches an sich. Doch ich vermag nicht genau zu sagen, was es ist. Vielleicht spielt mir auch nur die Fantasie einen Streich. Ja, dann sagen wir einfach mal, der Ratsspitzel soll der Sache nachgehen. Und schauen wir mal, ob was dabei rauskommt. Schleichender Verdacht. Okay, kehrt mit leeren Händen zurück. Ich werde ihn im Auge behalten, so viel ist sicher. Ja, okay, vom Papst bekam er schon wieder Gold. Das ist sehr schön. Das freut uns. Vielen Dank, Celestinus, der Heiler. Können wir jetzt gleich einmal schauen, vielleicht wieder irgendwo was bisschen auszubauen. Hier Höfe und Felder. Und hier hätte man noch eins, wo man vielleicht dann schon, nee, können wir nicht. Da können wir nicht. Zunfthäuser. Okay, aber Zünfte können wir. Grafschaft von Ossory. Jawohl, sehr schön. Okay, ich rutsche immer automatisch hier nach oben. Aber das freut mich jetzt besonders, dass jetzt auch Prag hiermit zum Königreich von Augsburg gehört. Das ist gut. Und es hatte er vorerst mal keine Ambitionen mehr, einen neuen Krieg zu führen. Was machen die? Haben drei Kriege. Die Tyrannei. Anspruch auf das Königreich Großmähren. Okay, ungefähr gleich viele Leute. Und Artefakt. Boah, und die ist 5. Die Königin Marthe. Okay, der starb an inneren Verletzungen. Okay, die können jetzt heiraten, dann sollen sie halt heiraten. Nee. Da wollen wir jetzt nicht. Schauen wir mal, unser Sohn 11. Ja, ein bisschen müssen wir noch warten, bis wir ihm dann mal eine Verlobte holen. Würde ich zumindest sagen.
maßvoll, nachsichtig, reizend, schlau. Okay. Hat durch reine Beobachtung die sächsische Sprache gelernt. Okay, sehr schön. Okay. Transsilvanien. Okay. Schauen wir mal. Summe aller Werte. Aber ist ein bisschen alt. Schauen wir mal ungefähr Altersunterschied. 5 Jahre. Die Gutha von Babenberg ist auch intelligent. Könnte man vielleicht mal schauen, ob die zusammenpassen. Ausgezeichnet. Sie ist ja intelligent und er ist schlau. Na, wär doch ein Witz, wenn das nicht klappen würde. Ein Vorzug haben wir. Okay. Selbsterkenntnis. Wenn der Tod noch ein Jahr weg ist, werden wir es merken. Also, und es tut sich nichts, also werden wir noch länger als ein Jahr leben. Das ist schon mal tröstlich. Okay, das ist das, was ich nicht mag. Weil, dass wir hier diese 6 Titel verlieren. Aber die haben auch keinen weiteren Nachwuchs bis jetzt erhalten. Tja, leider. Okay, Auszeichnungsnachfolger. Was ist das jetzt? Ne, da haben wir ja einen. Da schauen wir mal. Da werden wir den jetzt hier reinsetzen. Okay. Ja, im Grunde passt es ja. Und dann muss ich schweren Herzens sagen, oh, Jagdtürme, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir ohne Krieg verdienen. Fast 50 Gold im Monat. Das ist wirklich der Oberhammer. Das ist schon mal toll. Scrollen wir mal ein bisschen zurück. Gehen wir mal hier ein bisschen zur Seite und sehen hier unser komplettes Reich Augsburg. Ja, Frage, wer ist wirklich so gewesen? Man weiß es nicht. Aber okay, bei uns ist es so. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Staffel. Und ich hoffe, euch hat so viel Spaß gemacht wie mir. Es ist einfach ein Geschichtengenerator. Es passiert immer wieder was Interessantes. Und es ist wirklich spannend und schön anzuschauen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.